Die coolste Sau in der Sauna ist immer der Roganer. Guten Morgen! Heute möchte ich Euch von meinem Gang in die Sauna berichten und was ich dabei erlebt habe. Ich war seit knapp einem Jahr nicht mehr in der Sauna, quasi seitdem ich Rogan lebe. Jetzt war ich wieder in der Sauna. Das letzte Mal war ich, glaube ich, im Februar mit der Hanna. Ich habe in der Sauna schon immer die Dampfsauna geliebt und in den heißen, relativ trockenen Saunen oberhalb von 80 Grad habe ich es nie lange ausgehalten. Weiterhin habe ich immer warm geduscht, bevor ich in die Sauna gegangen bin, und warm geduscht, nachdem ich aus der Sauna gekommen bin. Dann habe ich natürlich nicht das Abkühlbecken genutzt für die Pausen, sondern den warmen Whirlpool. Einfach die ganze Zeit hohe Luftfeuchtigkeit und eine angenehme Wärme ohne unangenehme Erlebnisse. So, nun bin ich seit einem Jahr Rogan und es ist unglaublich, was sich in der Wahrnehmung getan hat in meinem Saunabesuch. Wirklich für mich unglaublich. Also, ich bin in der ersten Sauna, ich war mit einer Freundin, mit der Chiara war ich in der Sauna und zuerst in die Eukalyptus-Sauna rein. Das war, die war schon bei 80 Grad und ich so zu ihr gesagt, okay, ich komme mal kurz mit rein. Weil wenn man zusammen in die Sauna geht, dann ja, ist es schon schön, wenn man da auch ein bisschen was zusammen macht. Ich komme mal mit rein in die Eukalyptus-Sauna. So. Da drin gewesen und gemerkt, dass es irgendwie extrem mild anfühlt und gedacht, komisch, schaust mal, wie lange es aushält. Und ja, nach knapp einer Stunde merkte ich einfach, ja, wie ich nicht mehr sitzen oder liegen konnte, aber die Hitze war überhaupt in keiner Weise irgendwie ein Problem, irgendwie belastend. Wow, habe ich gedacht. Draußen hat dann angefangen mein Geist zu rattern und dann kamen eben auch die Gedanken, was hat sich denn geändert bei mir, was ist denn jetzt anders, und natürlich sofort aufgefallen, ja klar, Rogan, ich lebe Rogan. Okay, nur gedacht, dann schaust mal wieder so, ist mit den anderen Sachen so, kalt duschen zum Beispiel. Ich unter die Dusche gegangen, kalt geduscht, ging wunderbar. Dann das Ding, wo nur 1% der Saunabesucher bei uns in der Sachsentherme von Gebrauch machen, das kalte Außenbecken. Die meisten schrecken sich mit der kalten Dusche oder diesem kalten Eimer ab, aber gerade im Winter ist das unbeheizte Außenbecken, was nur durch Strömung vom Vereisen geschützt wird, immer ja, leer. Da können wir mal einer rein, da geht dann woanders hin. Während das etwas aufgeheizte Nebenbecken daneben immer chronisch überfüllt ist. Ich also Fuß erstmal dieses kalte Becken reingehalten und gemerkt, wow, da geht was. Und ja, und dann der Knackpunkt, Höhe Hüfte, da geht was. Hände ins Wasser getaucht und mein Bauch mit einem kräftigen Ah vollgespritzt und ja, und dann mich einfach Stück für Stück da rein bewegt. An einem Punkt wurde mir etwas schwindelig, aber nur für eine Sekunde. Aber klar, ich habe niemals in meinem Leben irgendwelche Abhärtungen, was Kälte angeht, betrieben. Ich bin ein echter Warmduscher, Warmbader eher gesagt. Und mit Kälte, da stand ich schon immer auf dem Kriegsfuß. Und dann nun das. Boah. Ich bin da echt rein in dieses Eiswasser und bin dann etwas geschwommen. Unglaublich. Es hat sich nichts geändert bei mir, außer eben die rogane Lebensweise. Was deswegen Rogan und nicht rohköstlich, was nicht nur die Ernährung betrifft. Was das Rogan ist, oben meine Webseite nochmal nachlesen. Viele assoziieren einfach nur die Rohkosternährung zu einer perfekten Gesundheit. Auch da, wenn da noch ein Video hinpasst, packe ich Euch einen Link hin, gehört weit mehr. Deswegen auch meine Vorsätze dieses Jahr, jeden Tag Sport zu machen. Ja, und dann wollte ich weiter die Grenzen ausloten. Wir sind ja noch nicht fertig. Und ich bin in eine 100 Grad Sauna gegangen und habe ja, dasselbe gemacht wie auch in der Eukalyptus-Sauna und mich da einfach ohne Zeitbegrenzung einfach reingelegt. Einfach um zu schauen, was da passiert. Klar hat das nichts mit Saunieren zu tun und den gesunden Effekten einer Wechselbehandlung. Ne? Das ist nichts Gesundes, ist mir vollkommen klar. Aber das war mir scheißegal. Ich wollte meinen Körper wieder neu kennenlernen. Es scheint in der Tat irgendetwas passiert zu sein, also möchte ich das auch kennenlernen. Also rein in die Sauna und ca. nach 30 Minuten dann aufgrund des ungesunden Sitzens, siehe dazu auch mein Video, warum das Sitzen die schlechteste Position aller Positionen für das Menschen ist, hier oben, bin ich dann eine liegende Position gewechselt und habe dann so vor mich hingedöst und bin dann auch wieder so halb eingeschlafen. Irgendwann kamen dann plötzlich ganz viele Leute rein und ich wurde irgendwann angetippt und gefragt, weil es okay sei. Ich sagte ja, vollkommen in Ordnung. Sie meinten dann, ich sollte mich hinsetzen, jetzt beginnt der Aufguss. Ich mich dann im leichten Dämmermodus aufgerichtet und entschuldigt, weil saßen schon alle da, ich lag da als einziger quasi noch da. Und ja, und dann fing da so eine Dame unten an mit so
Wasser auf die Steine zu kippen und Salz drauf zu kippen und hat dann so mit einem Handtuch gewedelt, ach so, ja, Bewegung wie so ein Fanschal beim Fußball, und andererseits hat sie so Wellen erzeugt und hat immer in die Richtung der Saunierenden da gewedelt, und auch hier wieder. Eigentlich haben alle, zumindest die jetzt bei mir im Umkreis waren, weil nicht alles sichtbar durch den ganzen Rauch, da den Kopf bei diesen Hitzewellen immer so nach unten gemacht oder abgewendet, dass es nicht so intensiv sozusagen im Gesicht vorkam. Nur ich, noch leicht vor mich hin dösend, war ja noch so halb schlaff, genoss die Hitze einfach total, nahm das einfach auf, diese Hitze, dieses Brennen auf der Haut, und das war total angenehm. Und das ging, keine Ahnung, dieser Aufguss, 10 Minuten oder so. Und ja, und dann habe ich mich, während die anderen sozusagen dann alle wieder dann rausgegangen sind, mein Handtuch wieder lang gemacht, und ich habe mich wieder hingelegt. Ein junger Mann sagte dann lachend, ich soll das nicht übertreiben. Aber ich habe gesagt, ich will ja keine Pose machen oder sowas, sondern es war einfach nur mega angenehm, so zu liegen in der Hitze und meinen Körper eben dann auch so kennenzulernen. Auch die handtuchschwingende Frau fragte nochmal mich ungläubig, ob es wirklich gut ginge. Aber ich antworte, dass ich wirklich mich extrem gut fühle und dass ich es vielleicht auch mal mit einer organen Lebensweise probieren sollte. Die Frau verließ dann leicht irritiert die Sauna und ich stößte dann in dieser 100 Grad Sauna dann einfach weiter. Ja, nach insgesamt aber mal ungefähr eine Stunde bin ich dann auch wieder raus. Und auch beim Aufstehen dann irgendwie nicht kein schwindelndes Gefühl oder ein drehendes Gefühl, wie ich es gewohnt war bei der Sauna, wenn ich aufgestanden bin. Alles tipptopp. Und ich war wirklich extrem empfindlich, was extreme Hitze und Kälte gerade im Saunabereich angeht. Ich bin extrem begeistert gewesen und bin das eigentlich immer noch und möchte dieses Gefühl einfach mit Euch teilen. Ich bin ja quasi erst seit einem Jahr Rogan, und wenn der Körper in einem Jahr von solchen Sprünge macht, boah, was kann man erreichen, wenn man dauerhaft Rogan lebt? Ich bin gespannt und werde Euch weiter auf dem Laufenden halten, was mein persönliches Leben angeht. Zumindest werde auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr mich hier abonniert habt, hier unten. Ich bin einfach so überzeugt von dieser Lebensweise, ich bin so begeistert nach wie vor. Wie gesagt, wer nicht weiß, was Rogan bedeutet, kann es einfach alles nochmal nachlesen. Ich verlinke Euch das hier oben mal. Die Kurzform ist einfach undogmatisch, entspannt und Fokus auf rohe pflanzliche Lebensmittel. Aber eben nicht nur die Ernährung. Und eben entsprechend dann auch in dieser Reihenfolge undogmatisch, entspannt, Fokus, Ruhe, Lebensmittel. Aber das ist ein bisschen mehr. Ist ja eine Definition, die ich machen konnte, weil es den Begriff vorher nicht gab. Entsprechend auch die Domain gesichert und ja, könnt ihr Euch durchlesen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Wenn Platz ist, verlinke ich Euch das auch noch. Und ja, ich wollte es einfach mit Euch teilen, diese Erfahrung, und vielleicht den ein oder anderen motivieren, da auch mal so sich in die Richtung da zu entwickeln. Und ja, das soll es heute gewesen sein. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.